Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsports 6, einen neuen Mehrspieler-Ausschnitt von meinen Fähigkeiten Nürburgring. Eine klassische Strecke, wir sind in der Liga-System, in dem asiatischen Felrid-Autos, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es nennen soll, sind in der Nacht, sind nicht mehr im Ghost-Liga-Bereich. Ich frage mich jetzt wirklich, wie die hier fahren, ob die einen wirklich so rauskicken, wie man es aus dem normalen Mehrspieler-Modus geht. Das ist nämlich oftmals der Grund, warum ich schlussendlich auf in der Ghost-Liga fahre, weil da kickt dich keiner raus. Was habe ich eigentlich für eine scheiß Lackierung da drauf, ey? Oder ob die hier fair fahren und hier ein bisschen Platz lassen. Wir sind jetzt im Kategoriemodus C, also alles ein wenig langsamer, als man glaubt. Dann sind wir jetzt mal gespannt, inwieweit die Leute hier fair fahren, inwieweit die Leute sich hier in Ruhe lassen. Oder gegebenenfalls rausreißen lassen. So, wir versuchen natürlich fair zu fahren. Gucken, dass wir ein bisschen bremsen. Der wurde rausgekickt. Er auch. Wow, Leute. Ja, das ist das, was ich meine. Das ist... Oh. Er ist wieder... Ich meine, das sind ja so kleine Rempler. Das verstehe ich ja sogar noch, ne? Aber so dieses totale Rausgeruppe... Josh Brime ist vor uns. Ebenfalls mit dem Honda 2000. Ja. Ging, haben wir gut gemacht. Ich vertraue dem Typen nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, inwieweit er normal fährt. Oder inwieweit er einen rauskickt. Also das ist immer noch so eine Sache. Weil Liga ist natürlich so, umso beschissener du fährst, umso mehr kommst du mit scheiß Leuten halt in einer Gruppe. Ne? Er hat kein Honda, ich weiß nicht, was er da gerade hat. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Hier ist es halt echt so, dass du hier gerankt wirst. Ne? Und wenn du scheiße fährst, dann kannst du auch mit anderen scheiß Leuten fahren. Nürburgring mag ich eigentlich, spiele ich ganz gerne die Strecke. Das darf ich jetzt auch nicht zu laut sagen. Aber an sich ist das eine Strecke, die ich eigentlich doch ziemlich mag. Auch wenn ich nicht so der Beste bin, aber das liegt momentan auch ein bisschen daran, dass mir einfach ein bisschen Erfahrung fehlt. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Hier meine ich, konnte ich relativ gut mit viel Gas rumfahren, genau. Remy Youngtimer möchte was sagen. Er ist im Windschatten. Sobald er rumgeht, dann lasse ich ihn auch rum. Dann soll er auch rumfahren hier. Kein Bock, dass man mich nach draußen kickt. Nissan Z sowieso hieß der, glaube ich. Das Auto, was er fährt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er heißt. An ihn vorne komme ich echt nicht so wirklich ran. Ich hatte in der ersten Strecke, fand ich, ging es ganz gut. Jetzt eher weniger. Semi-gut. Aber ich bin mit Platz 3 oder 4 ganz zufrieden. Habe leider nochmal geguckt, ob ich den Elite-Controller bekomme, aber er ist momentan immer noch überall ausverkauft oder für extreme Preise zu finden, ja, also für 230 Euro und dafür gebe ich es nicht aus. Laut Microsoft soll er ab März wieder flächendeckend zur Verfügung stehen. So, ja, komm, wow, du bist so ein Idiot, ne? Weiß nicht, ob er mich in Ruhe, ja... Du in bist oder nicht, das interessiert mich kein bisschen gerade. Aber er hat er gut gemacht. Also wir sind ja um 5, ne? Ja gut, dann ist natürlich das Ergebnis jetzt semi-gut.
Komm rein, mein Freund. Du hast eh hier keine Chance. Dann muss ich ihn wegkicken. Ich kann es ja nicht ändern. Wenn der mich hier jetzt 10-mal hier aufhält, ich hätte ihn jetzt hier 5-mal überholen können. Und dieser... Ah, wir sind doch ein bisschen mehr. Und er kriegt es nicht gebacken, mich einfach mal vorbeizulassen hier, ne? Also dann, ich nutze seinen Windschatten aus. Hoffe. Ja, wow, du bist so ein Vollidiot, ey, du Pottwichser, ey, ganz ehrlich. Entschuldigung, Leute. Sowas ist doch sowas von bekloppt, ne? Ich jetzt flamen kann, ich müsste nur mein scheiß Mic nach unten klappen. So ein Wichser, ey. Ich meine, ich war auch ein bisschen schnell, das muss ich echt zugeben. Aber er hat mich provokant in diese scheiß Ecke gedrückt, ja? Vollidiot. Echt Vollidiot. Ah. Fenderlauen, beim nächsten Mal kicke ich dich weg, ey. Ohne Scheiß. Erst bremst er mich aus. Ich hätte ihn dicke 2-3 Mal überholen können. Und dann macht er hier so eine Kacke mit mir. Zack. Okay, Level 11. Wir fahren trotzdem weiter. Irgendwann mache ich ihn noch fertig, dann ist er dran. Ja. War keine großen Freunde. Fenderun, wenn ich dich beim nächsten Mal finde, dann... Aber ich hatte so guten Abstand nach hinten hin, dass ich schlussendlich meinen 4. Platz noch behalten habe. Aber das war relativ gefährlich, weil ich habe zurücksetzen müssen. Es ging halt gar nicht mehr anders. Und gerade wenn man zurücksetzt, das kann halt echt... wo ist der denn hier? Wasking Glen. Ja, das ist okay, die Strecke. Ja, jetzt nicht so das Beste. Komm, ich sag ihn einfach, dass man ihn kicken soll. Das ist auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so neu ist. Kann man alle jetzt hier voten? Jo, tatsächlich. Den muten wir mal eben. Und gucken mal, fahren die Strecke noch. Ich fahre immer ungefähr so zwei Strecken, ungefähr. Das sind dann immer so 15 Minuten Folgen, das ist ganz gut. Ja. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, ja, ja. So, sind 188er Level. Damals war ich mit meinem Level so ziemlich das Höchste. Jetzt geht's eigentlich. Heute sind viele über 200. 300 sogar. Also es ist immer so ein bisschen... Wie gesagt, war halt damals wesentlich höher wie heute. Heute, ja, haben auch noch einige unteres Level, aber auch viele, die drüber sind. Vor einiger Zeit war ich so mit Level 120, 130, ich hab dem Level jetzt ja schon wesentlich länger, war ich damit eigentlich so ziemlich immer an der Spitze der Spieler. Dadurch, dass ich die letzte Zeit nicht mehr ganz so viel gespielt habe, ist das natürlich auch ein bisschen nach unten gefallen. Watkins Glen, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll von der Strecke. Ich bin natürlich mittendrin. Wo ist mein Freund da vorne? Dich kicke ich weg. Nein, natürlich nicht. Die erste Kurve in die Rechtskurve rein ist überhaupt nicht meine. Das war sie noch nie. Ich gucke mal, inwieweit die sich jetzt hier auch... Wie gesagt, das ist hier gerade... Diese Startszenen hier sind immer sehr... ich ramme mal alles weg. Oder ich bin so einer ja nicht. Ich kann das nicht. Okay, ist relativ gut gelaufen. Die nächste, ja, weiß nicht, was ist hier, Schikane, kann man relativ schnell fahren. Ne? Das ist, weil die recht breite Curbs hat. Kann man hier relativ gut um die Curbs fahren und hier wieder auf das Grüne rein. Das ist relativ leicht bei der Strecke. Ich bin immer so ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, wie ich hier meine Runden drehe. Ah,
Fuck! Schräg auf den Curb gekommen. Das hat natürlich echt richtig Zeit gekostet hier gerade. Aber die käbbeln sich! Dritter Platz. Weil sie sich käbbeln. Meine Katze guckt zu. Das ist ultra hässlich. Das Design, das muss ich erstmal nachher ändern. Gucken, was da Schönes gibt, was man sich runterladen kann. Leider kann ich das nicht so gut. Ich bin da nicht so der Kreative. So, mein Streckenabschnitt kommt erst gleich wieder. Das hier sind alles so Streckenabschnitte, wo ich nicht so gut drin bin. Ich merke das auch gerade. Ich verliere total viel Zeit. Gerade im ersten Bereich finde ich persönlich wesentlich schneller unterwegs wie hier. Und die sind alle so dicht hinter mir, dass ich ein bisschen Angst kriege, dass sie mich hier gleich alle wegficken. Hier habe ich wieder so ein bisschen Zeit gewinnen können. Aber zum Zweitplatzierten fehlt mir natürlich extrem viel. Also das ist, ja. Okay, wir fahren jetzt hier wieder rum. Nehmen den Körper gut mit. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man für Abkürzungen so gar keine Strafe bekommt. Das ist so, ja. Darfst du halt. So, er hinter mir ist natürlich auch gut dabei, sehe ich gerade, also. Kommt auch näher ran. Hier, wie gesagt, kann man relativ gut über diese breite Curbs fahren. Natürlich ein bisschen gucken, dass man jetzt hier nicht so weit außen kommt. Aber sie reißen sich hier echt mehr zusammen als im normalen Multiplayer. Das muss ich jetzt aber auch mal fairerweise sagen. Wow, du Vollidiot, Mann! Ey, oh. Ohne Scheiß, ey. Ich komm schräg auf die Straße, Mama. Oh, ich meine, ich hätte ja auch mal ausweichen können, aber irgendwie... Oh. Vollhorst, ehrlich. Ja, genau, fahr mich noch rein, du bist so ein Vollidiot-Dödel, ne? Wollte gerade noch loben, ey, und dann hast du jetzt hier solche Vollidioten. Weil sobald ich dich in irgendeiner Weise habe, ne, bist du dran, mein Freund. Sorry, mein Freund. Also das... Ach, ich weiß, es ist eigentlich nicht meine Art, aber sowas ist sowas von bekloppt. Fucking kidding idiot, ey. Ohne Scheiß. Er steht quer, weil er zu blöd ist zu fahren, ja? Jeder fährt da volle Kanne rein, weil er einfach zu unfähig ist. Das sind nämlich die Leute, die ich hasse. Ich meine, wenn ich ihn jetzt unbegründet gerammt hätte, ja, dann wäre das ja echt okay gewesen. Aber er selber war einfach zu dämlich gewesen, diese Strecke zu nehmen, ja. Bremst hier bei allem tierisch ab. Kriegt keine Kurve in irgendeiner Weise gescheit hin. Und wundert sich, ja, da, es passiert ihm wieder, es passiert ihm wieder, er ist einfach zu dämlich, sorry Leute, meine Güte, ey,
er sich einfach normal fahren würde und er macht wieder den gleichen Fehler und wundert sich, dass da 5 Leute reinfahren, ja, und rammt dann einen auch noch provokant weg. Gut, dass der jetzt weiter hinten ist. Ah, jetzt habe ich, dass ich mich hier so aufrege, aber das kann doch nicht sein. Er fällt hier auf weiter Flur und will sie alle anderen mitreißen. Und das ist halt so scheiße, ne? Aber ansonsten fahren die ja echt super fair. Also das muss man echt sagen. Kann man jetzt auch nichts anderes sagen. Jawohl, 3. Platz. Trotz solcher Hindernisse, muss man ja wirklich fairerweise mal sagen, haben wir die Sache wirklich gut hinter uns gebracht. Und mit diesen Worten möchte ich mich natürlich auch verabschieden und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Forza Motorsports. Bis dahin, ciao.